Digitalisierung im Schneckentempo. Deutschland im Datenstau. Im Futurium in Berlin treffen wir Linus Neumann. Der Hacker ist ein Sprecher des Chaos Computer Clubs und war mehrfach IT-Sachverständiger für den Deutschen Bundestag. Im schleppenden Netzausbau sieht er besonders große Probleme. Den Ausbau vor allem in die Hände der Privatwirtschaft zu legen und den Bund nur im Notfall einspringen zu lassen, ist für ihn ein schwerer Fehler. Wir reden ja hier von einer lebensnotwendigen Infrastruktur, die heute schon wichtig wäre und in Zukunft unentbehrlich sein wird. Aus katastrophalen Überlegungen werden hier Anreize geschaffen, die im Ergebnis nur dazu führen, dass diese Infrastrukturen schlecht und teuer sind. Doch auch wenn das Netz steht und die Hardware läuft, ist das noch lange keine Digitalisierung. Es kommt darauf an, wie Technik und Daten verwendet werden. Und genau da sieht der Experte das zweite große Problem. Es gibt diesen etwas saloppen Ausspruch, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dann hast du halt einen digitalen Scheißprozess. Und das machen wir die ganze Zeit. Ja? Und wir machen das auch sehenden Auges. Und das wird auch so weitergehen. Man muss hier irgendwann mal fundamental dran. Und dann wird es am Anfang sehr teuer und nachher billiger. IT-Experte Linus Neumann fehlt ein einheitliches Konzept für die digitale Verwaltung. Es muss, um so einen riesigen Apparat zu digitalisieren, ein radikales Grundkonzept her. Und das muss dann einmal sinnvoll entwickelt werden und nach dem Dinge zugefügt werden. Stattdessen sehen wir die ganze Zeit so Leuchtturmprojekte. Ne, dann wird mal hier, hier kann man jetzt Punkte in Flensburg abfragen mit dem Personalausweis. Juppidi. Ja, und das ist aber dann wieder so ein alleinstehendes Ding. Und das ist in keiner Form an irgendein anderes Digitalkonzept der restlichen Verwaltung angeschlossen. Und dann kommt wieder aus irgendeinem anderen Bundesland irgendjemand anders und hat wieder irgendein Leuchtturmprojekt. Und dann hat man am Ende eine ganze Reihe von halbfertigen Leuchtturmprojekten. IT-Experte Linus Neumann sieht in der föderalen Struktur der 16 Bundesländer ein zusätzliches Problem für eine bundesweit einheitliche digitale Verwaltung. So, wenn ich aber jetzt 16 Landesfürsten habe, die jeweils erstens darauf bestehen, dass alles so gemacht wird, wie sie sich das ausgedacht haben, und das, was die anderen machen, nicht gut finden, dann zahle ich nicht eine Digitalisierung eines Staates, sondern 16 Digitalisierungen von 16 unterschiedlichen Bundesländern. Und die kämpfen dann gegeneinander, haben keine Schnittstellen, haben keine Vereinheitlichung. Und dann habe ich oben irgendeinen Bund, der sagt, Leute, wäre ganz gut, wenn wir irgendwie hier halbwegs noch so ein paar Sachen gerade zuppeln könnten. Und das kann so nicht funktionieren. Der Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, DESI, zeigt, wo Deutschland im Vergleich mit seinen europäischen Nachbarn steht. Im DESI-Index belegen bei der digitalen Verwaltung Estland, Finnland und Malta die ersten drei Plätze. Deutschland landet von 27 EU-Staaten abgeschlagen auf Platz 18. Wir haben das mit den Daten verpennt, wir haben das mit der Vernetzung verpennt, wir haben das mit den mobilen Geräten verpennt. Aber bei der künstlichen Intelligenz, die all das braucht, da überholen wir sie jetzt. Das funktioniert so nicht. Wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, dass diese Technologie alles durchdringen wird. Und man kann sich dem nicht entziehen. Dann riskiert man die Zukunft des Landes. Die Zeit